Good morning. We're at the Maingon Lookout, Maingon Bay Lookout, where the Remarkable Cave is supposed to be. And we're going to go in search of the Remarkable Cave. So, wir sind bei Remarkable Cave angekommen. Das da unten drin ist the Remarkable Cave somewhere. So we're going to have to look for it. Oh, it's about a 15 minute walk. So, are you ready? Are you ready? I'm pumped. She's pumped. We had a good night's sleep. The sun is shining. So, new things are going to happen. All right, stay tuned. Okay, wir sind beim Remarkable Cave unten angekommen. Weil Kerstin sagt immer, ich rede zu wenig Deutsch. So, this is a Remarkable Cave in English, because Kerstin is having a whinge about I'm not explaining everything in German. So, you're not allowed to go down there anymore. Du darfst da unten nicht mehr runtergehen. Früher durfte man. Und jetzt haben sie eine Absperrung gemacht. So, they put a barrier now. See if I can get a bit of a better glimpse inside. It's not focusing on it. Well, it looks remarkable. It's very pretty. Very beautiful. Oh, there it is. I got it. Sorry for it. Ich gehe da gleich mal runter. No, you're not. Yes, I am. Okay. Bis gleich. Oh, there is. I had to go down. I had to have a look. Ich musste runtergehen und nochmal gucken. Ah, es blendet ein bisschen. So you've got to be careful when high seas are, but it's no high seas. And so I'll take the risk for you, for my viewers. Für meine Zuschauer nehme ich alles Mögliche auf mich. Die Gefahren. Well worth a visit. At low tide you can actually walk all the way through. All right. All right, we just arrived at the Tasman Arch. Es sieht schöner aus. In Natur natürlich, als wenn man das so sieht. Looks way more impressive if you see it with your own eye. Eyes. Bleeding gum tree. Can I see? Yeah, just a little bit. It's coming. There's a sign. Halt ein Baum, der sein Harz verliert. Aber es ist knallrot. Also sieht es aus, als wenn blutet. A little blue wren. Where are we, sweetie? Oh, wir sind immer noch in Eagle Hawk. Und jetzt sind wir bei den Tessellated Pavement. Wie man sieht, hier so wie Fliesen oder Kacheln oder auch Steine. Also Tessellated Pavement hier at Eagle Hawk. Beautiful view to Eagles.
Nest. Eagles Nest. Oh, look at this. Flyby. All right, just another quick view. It looks incredible. It's all straight. Es ist wie gerade, wie fließen ganz gerade, als ob er eine Linie gezogen hat. Ja. Like with a ruler. Und das ist alles natürlich. This is all, yeah, all, alles natürlich und alles Natur. Woher das kommt, müssen wir nachher mal ein bisschen rausfinden, woher das Ganze kommt. Kann man gar nicht so richtig glauben, dass das alles... Und hier ist eine etwas andere Form davon. Und so weit das Auge reicht. As far as you can see. Okay, just a quick update, nur eine kleine Info nachträglich. Die... Tessellated Pavement ist noch ganz wenig auf der Welt zu sehen. Gibt's ganz wenige Plätze. There's only very, very few places on Earth where you can see this. But off to new things again. Okay, hier haben wir die Briefkästen, die wir überall immer sehen. Und ich gehe hier mal so lang. Was ist denn hier so alles immer so gibt? So Sammelbriefkasten an der Straße. Ja, und ich finde die ganz lustig. Well, we know this from Australia, so they're the quirky letterboxes that we get. Also here in Tasmania. Ja, schönen guten Tag. G'day, folks. Oh, that's where we slept last night. Da haben wir gestern Abend geschlafen. In Pondville. Just to let you know that this video is about 2 weeks behind. Dieses Video ist 2 Wochen spät. Ich hab's vergessen. I actually forgot to put this one up, to upload it. Okay, hoffe ihr habt euch, es hat euch gefallen. Wir sind ja schließlich keine Professionals. Bitte nein, we're not professional videotographers, vloggers, whatever you want to call it. So, hoffentlich hat es euch gefallen. We're going up north. We're going to head up north. Nach Norden rauf, Richtung Campbelltown und Richtung St. Mary's, it's called. Alright, stay tuned. More to come. Okay, everybody. Take it easy. Bis dann. Tschüss. Oh, nur der HSV. Das ist für Frank Schröder ganz besonders. Bis dann. Ciao.